Servus und willkommen zum Aspen Fitness. Heute zeige ich euch eine Übung für den oberen Rücken, aber auch für den seitlichen Rücken. Und zwar mit den TRX-Bändern, Griffen. Die meisten Studios haben die. Und zwar ist es wichtig, dass wir, wenn wir den seitlichen Rücken treffen wollen, müssen wir die Ellbogen eng am Körper vorbeiziehen. Das ist wichtig. Das Ganze wird dann so ausschauen. Zuerst einmal, wir gehen relativ waagrecht parallel zum Boden hin. Körperspannung, das heißt Schultern zurückziehen, Brust raus. Und dann ist es auch wichtig, dass wir schön in die Dehnung gehen. Das heißt, Schultern entriegeln, locker lassen. Das Ganze schaut dann so aus. Körperspannung, Brust raus, Schultern zurück. Und dann entriegeln, also richtig schön in die Dehnung gehen und dann nach oben ziehen. Ellbogen eng am Körper vorbei. So treffen wir den seitlichen Rücken. Wenn wir jetzt den oberen Rücken treffen wollen, auch ein bisschen die hintere Schulter, müssen jetzt die Ellbogen weit am Körper vorbeigehen. Das Ganze schaut dann so aus. Wieder Körperspannung. Und jetzt ziehen wir uns nach oben und die Ellbogen gehen weit am Körper vorbei. Bei der Variante haben wir mehr den oberen Rücken dabei und die hintere Schulter. Viel Spaß beim Trainieren und bis bald. Servus, euer Muscle Man.